Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich für euch meine persönliche Meinung zu den Bundesligaspieltagen in der neuen Saison 23/24. In dem ersten Teil mache ich euch oder stelle ich euch die ersten 17 Spieltage vor. Das ist die Hinrunde und in einem zweiten Teil dann die Rückrunde. Gut, fangen wir an mit der Hinrunde. Als ersten Spieltag haben wir dann am 28. bzw. 29. Juli Elversberg. Also wir haben ein Heimspiel am ersten Spieltag, das ist doch nicht schlecht. Elversberg kommt als neuer Aufsteiger, Drittligameister zu uns. Die haben natürlich Ambitionen in dieser Saison oder in der neuen Saison dann den Klassenerhalt zu schaffen. Mal gucken, wie die sich entwickeln. Wir müssen den ersten Spieltag natürlich auch erfolgreich starten. Wir wollen ja nicht gleich von Anfang an in der Suppe stehen bleiben. Deswegen interessanter Start. Als zweiten Spieltag geht's dann gleich mal weit in den Süden nach unten, ins Frankenland zum 1. FC Nürnberg. Nürnberg ist natürlich auch wieder eine schöne Ecke, mindestens mit dem Bus 8 Stunden Fahrt oder auch mit dem Auto, ist auch nicht viel weiter weg. Ich werde nicht dabei sein. Die Auswärtsfahrt werde ich mir schön am Fernseher angucken. Dann geht's als nächstes wieder auswärts. DFB-Pokal in den Hartwald, nämlich zum SV Sandhausen, DFB-Pokal erste Runde. Jawohl, also nochmal auch in die gleiche Richtung und noch ein Stückchen weiter. Sind ja alles Entfernungen, unter 7 Stunden ist da gar nichts. Als dritten Spieltag haben wir bekommen nochmal eine Auswärtsfahrt, also wir haben 3 Auswärtsfahrten in 4 Wochen hintereinander. Das ist doch schon mal was Ordentliches. Da geht's an die Ostsee. Zum Ostseeklub, die Hansakogge wird uns erwarten. Mitte August, der dritte Spieltag. Am vierten Spieltag haben wir dann zum zweiten Mal das Heimspiel. Da kommt dann von oben aus dem schönen Hamburg unsere Freunde vom HSV zu uns. Ja, und auch das nächste Auswärtsspiel am 5. Spieltag läuft natürlich super. Da fahren wir wieder 7 Stunden in den Süden, nämlich nochmal ins Frankenland. Dann ist aber Greuther Fürth dran. Ja, als nächstes das nächste Heimspiel am 6. Spieltag. Da kommt mal ein regionaler Verein, also regional in dem Sinne von der Entfernung nicht ganz so weit weg, Niedersachsen intern, der VfL Osnabrück, als zweiter Aufsteiger, naja, die haben sich natürlich mit einem, die Szenen haben wir ja alle gesehen, was da in Osnabrück abgegangen ist an dem Wochenende. Also ich für meine persönliche Meinung wäre lieber in Osnabrück gewesen, als sich das Debakel von Dortmund anzugucken im Fernsehen. Aber wie gesagt, ich war nicht da, habe das andere gesehen, da freue mich natürlich für Osnabrück, was die eine Wahnsinnsleistung an diesem Spieltag noch abgeleistet hat. Wahnsinn. Also die haben es auch vollkommen verdient, in die zweite Liga zu kommen. Viel Erfolg. Mal gucken, wie sie bei uns spielen am 6. Spieltag. So, am 7. Spieltag, das ist dann Mitte September, da fahren wir dann schön durchs Ruhrgebiet, schön nach Düsseldorf, wo die Toten Hosen zu Hause sind. Und dann die Merkur Spielarena ist das. Und da gucken wir mal, wie es da läuft. Möglicherweise, eventuell bin ich da dann auch auswärts dabei. Mal gucken, wie es organisatorisch funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes am 8. Spieltag, Anfang Oktober, SVW in Wiesbaden bei uns, die sich ja in der Relegation durchgesetzt haben gegen unsere Freunde aus Bielefeld. Also gucken wir mal, wie es da aussieht. Das ist dann das nächste Heimspiel. Am 9. Spieltag geht's wieder weit nach unten in den Süden. Nicht ganz so weit wie nach Nürnberg, aber auch fast in die Richtung. Die schöne Pfalz, unsere Endstation, nämlich der höchste Fußballberg, der Betzenberg in Kaiserslautern.
Das ist der 9. Spieltag. Dann Mitte bzw. Anfang Oktober. Am 10. Spieltag kommt dann der Osten zu uns. Nicht Dresden. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn die auch dabei gewesen wären, aber ja, hätte Fahrradkette. Nee, Magdeburg kommt am 10. Spieltag zu uns. Das ist dann Mitte Oktober. Dann das nächste Auswärtsspiel am 11. Spieltag ist der Ruhrpott dran. Das ist dann der erste FC Schalke 04 ist das nächste Auswärtsspiel. Ende Oktober. Die Veltins-Arena, natürlich. Da muss ich natürlich hin. Das ist auch organisatorisch, das werde ich schon hinkriegen. Aber die Auswärtsfahrt werde ich definitiv machen, egal wie. Ja, und dann Teil 1 unserer lieben Gemeinde. Das Urderby in Niedersachsen. Braunscheiß gegen 96 im Heimspiel. Wir haben das Hinspiel bei uns, das ist sehr schön. Das ist dann Anfang November. Da ist natürlich Pflicht, da muss man dabei sein. Wer da nicht dabei ist, der ist kein 96-Fan in meinen Augen. Als nächstes, schöne Auswärtsfahrt. Eine Woche später dann auf St. Pauli im schönen Stadion. Schön auf dem Kiez fahren, da bin ich definitiv dabei. Das ist heute schon gebucht. Also da ist sowieso schon alles gebongt. Da bin ich auf jeden Fall dabei, egal was passiert. Dann das nächste Heimspiel ist dann Mitte November. Da kommt der Absteiger aus der ersten Liga oder einer der Absteiger, Hertha BSC Berlin, kommt dann zu uns zum Heimspiel am 14. Spieltag. Der 15. Spieltag ist Anfang Dezember. Da fahren wir dann nach Paderborn. Ja, Paderborn kenne ich ja auch noch gut, beziehungsweise eher nicht. Den aus der letzten Saison, die Auswärtsfahrt nach Paderborn, möchte ich ja gerne unkommentiert lassen. Dann als nächstes, da haben wir am vorletzten Spieltag der Hinrunde noch etwas aus der Pfalz, nämlich Karlsruhe. Karlsruhe kommt nach Hannover, dann am 16. Spieltag. Wie der Zufall es soll, haben wir ein Auswärtsspiel am 18. Spieltag, am 17. Spieltag in Kiel. Der Computer der DFL hat uns zufälligerweise den gleichen Gegner gegeben am letzten Hinrundenspieltag wie in der letzten Saison. Ja, Zufälle gibt's. Kiel ist dann Mitte Dezember dann unser letztes Hinrundenspiel und dann ist die Hinrunde auch schon beendet. Ja, ist doch mal eine schöne Idee. Mal gucken, was die Rückrunde uns dann nachher bietet oder später. Das soll erstmal mein Kommentar dazu sein, wie die Hinrunde ist. Freue mich auf einen zweiten Teil. Der wird definitiv kommen. Dann wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht, je nachdem, wann du das siehst. Einen Abonnieren-Button drücken, eine Glocke drücken, dann wirst du definitiv auf keinem der Social-Media-Kanäle von mir etwas verpassen. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.